Reportage immer an den schönsten Orten und wir haben heute wieder einen wunderschönen Beruf, den ich mal wieder ein bisschen vorstellen darf oder näher bringen darf. Und ich habe schon die Handschuhe angezogen, Freunde. Ja, ich bin aber nicht beim Gynäkologen oder sowas, ja, sondern ich bin hier in der Tattoo-Schule in Berlin in der Wechsstraße. Die erste ihrer Art. Mittlerweile gibt es wohl auch schon Nachahmer, aber ja, wir gehen zum Original. Und neben mir sitzt der Ricardo und Ricardo hat das Ding hier nicht nur mitgegründet, sondern lehrt hier auch. Hallo Ricardo. Hi, grüß dich. Ricardo, warum macht man eine Tattoo-Schule? Naja, also weil es gibt verschiedene Standards, das sollte man schon wissen, wenn man tätowiert. Und wir denken, dass es sehr, sehr wichtig ist, wie Hygienegrundlagen und auch selbst die Technik. Deswegen haben wir das gemacht und wir versuchen jetzt, die Leute ein bisschen dazu helfen, wenn sie wirklich jetzt das vernünftig machen möchten. Wir haben hier so einen super schönen Kunstarm, ja. Was ist das für ein Material hier? Das ist einfach Gummi, oder? Ja, das ist so Kautschuk. Ja. Ja, das sollte ein bisschen die menschliche Haut nachspielen. Ne? Klar, wir haben hier einen anderen Widerstand. Und die Haut auch, brauchen wir nicht so viel Entspannung, ja. Aber das hier ist schon, sagen wir so, eine Nummer besser als was wir hier haben, ne? So, was haben wir denn hier? Hier haben wir genau das gleiche Material, aber das ist eine Kunsthaut, das ist flach, ne? Das ist das allererste Problem. Wenn wir tätowieren, jetzt tätowieren anatomische Oberfläche, ne? Ein Arm oder ein Bein, aber für Anfänger auf jeden Fall das hier. Man muss sagen, der Ricardo, ja, ich muss mich da ein bisschen entschuldigen. Der Ricardo hat gesagt, bau mal hier alles auf. Ich so, alles klar, bau das hier auf. Hier, gieß mal die Farbe ein. Hat da schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, weil ich habe gleich erstmal gekleckert. Aber Ricardo, das ist jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt hier, ich meine, bezahle die Farbe hoch, ja. Aber es ist nicht so schlimm, dass ich hier gekleckert habe, oder? Nee, danach machen wir, es ist auch ein Teil von der Ausbildung, die Nachbereitung, Vorbereitung, die sauber musst du auch selbst machen. Ja, siehst du, hervorragend. Was muss man denn eigentlich jetzt so beachten, wenn man die Sache jetzt aufbaut, beziehungsweise wenn man dann anfängt zu tätowieren? Naja, also bei der Aufbauung zum Beispiel, hier wäre eine normale Situation, alles, das nicht Einwegmaterial sind, müssen dann weg, wegen Hygiene, ja, oder Kontaminationsgründe. Ne? Und alle Materialien, die du brauchst, die werden wir jetzt mehrere Mal verwenden, sollten dann eingetütet werden. Zum Beispiel, die Maschine bekommt hier eine Maschinentüte. Wir haben aber sie aber so gelassen, damit du ein bisschen einfacher hast. Ja. Ja? Und hätten wir auch eine Seifeflasche hier, die wird auch eingetütet. Mhm. Da sind eigentlich so Basics jetzt und der Power Supply hier auch natürlich mit Tüte. Mhm. Das sind die Basics jetzt für Hygiene. Hier haben wir schon mal was vorbereitet. Ja? Und zwar, wie nennt man das, wenn man das hier, was hast du gesagt, Stencil oder was ist genau, das? Genau, das ist ein Stencil, auf Deutsch Schablone. Ne? Das wird eingetragen mit einer Flüssigkeit. Ja. Danach machen wir das auf der Haut mit der Flüssigkeit. Das wird dann trocknen. Und wenn das schon genug trocknet ist, kannst du loslegen mit der Tätowierung. Also ich als alter Tätowierhase, ich habe es einmal gemacht, du warst schon einmal bei uns im Studio gewesen und da sollte ich einen Smiley machen. Sah nachher irgendwie aus wie ein Pikachu. Hatte auf einmal Ohren gehabt. Ja, und also sehr, sehr lustig. Zeigst du mir das jetzt, wie das funktioniert? Ja, ich mache ein paar Linien für dich. Ja. Dann machst du weiter. Ja, natürlich. Das ist ja kein Problem für mich. Wa? Das krieg ich schon hin. Du denkst, ich werde das schön verkacken, ne? Na, so, sagen wir so, ich erwarte jetzt eine kreative, ja, Tattoo von dir. Ja, sehr schön ausgedrückt, sehr schön ausgedrückt. Ja, dann würde ich sagen, du brauchst ja noch ein paar Handschuhe, wa? Genau. Und dann legen wir hier mal los, mal sehen, was das wird, wa? Du gehst jetzt einfach mit deiner Nadel, du schaltest jetzt praktisch die Maschine ein und dann gehst du mit deiner Nadel da. Genau. Das jetzt geht so. Wenn wir tätowieren, brauchen wir erstmal den Farbe. Dann machen wir die Maschine an, gehen wir da, holen wir ein bisschen Farbe, abtüpfen wir, damit wir sauber arbeiten können und dann gehen wir auf der Haut. Ich bin Linkshänder, dann werde ich unten links anfangen, aber Rechtshänder werden du, dein Fall jetzt, du wirst hier unten rechts, ja? Mhm. Dann ich fäng hier mit den kleinen Linien immer den gleichen Winkel, ne? Und die gleiche Geschwindigkeit auf der Haut, damit du siehst. Dann, die Linie steht da, schwarz,
Die Maschine ist eigentlich gut eingestellt. Ja. Ich übergebe sie jetzt auf. Ja, das hast ja. Ich habe gedacht, er macht jetzt hier die Hälfte fertig und ich setze mich daran und mache nur noch so einen Zentimeter, um dass ich dann mal ein bisschen zeigen kann, was ich kann. Aber muss ja hier fast alles alleine machen. So, Freunde, seid ihr bereit? So, das heißt, ich mache jetzt das Ding hier unten an, hier ist so okay, ein Schalter. Ne? Und dann macht ich, zack, oha. Ja, vibriert ganz schön. So, dann gehe ich hier einfach rein. Genau. So. Super. Ja. Ausmachen? Oder nee, anpassen? Nee. Lass mal an. Okay. Und jetzt nur abtüpfen. So. Ja, kannst ein bisschen. Es wird nichts passieren. Du würdest dich nicht selbst stechen. Keine Angst. So. Ja? Ist das in Ordnung? Ja. Ja. Und jetzt legen wir rein. So. Und vergiss es nicht, 2,5 mm unter der Haut. Yeah. Ja. Und sonst, die Linien sind jetzt bei der Kunsthaut, merken wir einfach den Unterschied. Eine ist etwa dicker als die andere. Ne? Yeah. Das hier bedeutet, du bist nicht tief genug. Ohne Angst, deine Kunden jetzt wird nicht schreien. Ja. Kannst du schon ohne Angst. So eine Kunsthaut macht das. Ne? Ja, machen wir es nochmal. Zack. Farbe rein. So, und dann? Ja. Nach unten abwischen. Genau, siehst du, die Linien schon besser. Na, guck doch mal, wie kerzengerade die ist. Da kannst du ja ein Lineal ranhalten, was schon 12 Jahre wahrscheinlich alt ist und mit dem da 7 Bier aufgemacht wurden. Aber gut. Das ist gar nicht so einfach, Freunde, ich sag's euch. Ja? Du siehst ja nichts, weil du, wie du schon vorher gesagt hast, da ist dann die Farbe, die kommt dann, tritt dann vielleicht noch so ein bisschen aus und dann spritzt es ein bisschen schmutziger als zeichnen und man sieht echt nachher erst nach dem Abtupfen, ob die Linie was geworden ist. Na? Da außen abwischen. Da guckst du, ne, Ricardo? Da guckst du. Also, na komm, du hast jetzt seit letztes Mal hast du schon ein bisschen geübt, ne? Nee, komm. Aber jetzt da guck da, ne? Wie perfekt. Also fast jedenfalls. Nicht schlecht. Und nicht, komm, dafür, dass ich die zweite Mal so eine Maschine in der Hand habe, sieht das schon relativ gut aus. Auch von der Dicke her alles gleichmäßig, mehr oder weniger. Er hat geübt. Ja, also wenn ihr wollt, ruft an, macht einen Termin klar, ich hole mir schnell eine Maschine und dann geht das los. Ja? Hervorragend. Dann machen wir mal hier mal weiter. Der hält ja ein Glück still hier. Ja, da unten bist du ein bisschen flach geworden. Ja. Oha. Siehst du, ein bisschen grau ist? Ja. Ja, die Linie sind jetzt, also die linke Linie meines Peaks, ich tätowiere ein Peak-Zeichen, die linke Linie meines Peaks ist auch ein bisschen dicker als die rechte Linie meines Peaks. Und unten an einem Bogen ist es ein bisschen grau geworden, naja gut. Aber du, da wo gehobelt wird, fallen Späne, ja. Ist halt nun mal so. Musst du halt mit leben, wenn du mich buchst. Ja, aber dafür ist es auf jeden Fall einzigartig, kann ich euch schon mal sagen. Ich hab schon leicht einen Tattrich in der Hand. So, als wenn du einen Abend davor ordentlich eingekippt hast und den nächsten Tag guckst du deine Hand an und dann so, Aber es macht echt Spaß, also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ja? Wenn ihr das machen wollt, kommt da hierher oder beziehungsweise, wie funktioniert denn das, wenn ich jetzt mich dafür interessiere? Wie muss ich mich denn hier melden, dass ich denn hier den Kurs besuchen kann? Naja, es gibt einen Bewerbungsprozess, kann man einfach ein Interview online buchen auf der Webseite und hier anrufen, ne, und mit uns direkt sprechen. Man kommt hierher mit der Kunstmappe, dann wird alles besprechen, die Kunstmappe wird hier gelassen, dann werden wir das bewerten und die Person bekommt dann eine Einladung
für die Eingangsprüfung. Wenn du Bock hast, diesen Kurs zu machen, weil du sagst, okay, Tätowierer ist vielleicht mein Job, mein zukünftiger, oder weil du sagst, du bist schon Tätowierer und möchtest dir vielleicht nochmal ein paar Sachen kennenlernen, wie Hygiene oder auch wie rechtliche Sachen, wenn du dein eigenes Studio aufmachen willst, dann komm zu Ricardo, ja, hier in der Wechsstraße, oder beziehungsweise guck erstmal auf die Homepage und dann wird die Sache losgehen, wa? Ich mache jetzt erstmal zu Ende, Ricardo, ich danke dir erstmal vielmals, dass du mir das hier erlaubst, und dann könnt ihr übrigens dann bald ersteigern auf eBay für, was denkst du, was ist das wert, Ricardo? Von dir bestimmt schon. Ja, so 5 Euro. Was, ja. Also, ich mache weiter, Freunde. Ne? Star FM, Maximum Rock.